Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Ihr solltet Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, und wie ich es gestern noch gesagt habe oder vorgestern, diesen Kran habe ich ja schon mal in einem Training gehabt und ist im Prinzip ganz simpel. Wir müssen ganz nach links hier hin. Dann rutscht er hier an der Hand entlang. Die fällt vorher runter, weil der von der Höhe her genauso ist wie der Kran. Dann greifen wir uns die hier und dabei dopsen die dann halt nach rechts. Wenn es genauso klappt wie auch wie beim älteren Training, dann sollte das wieder klappen und er fällt dann runter und fällt hier auf Kirby drauf. Und dann müssen wir ihn halt mit dem zweiten Griff holen und ihn hier mit dem dritten. Also das ist halt schon relativ machbar ist. Dann gucken wir einfach mal. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das jetzt irgendwas bringt, aber ich habe dann letztes Mal auch hier eine Weile halt gedrückt. Aber ja, ist ja nicht unbedingt jetzt, muss man ja nicht ewig machen. So, genau. Genau so. Und weil die, wie gesagt, die hier aus Gummi ist, hüpft die halt die ganze Zeit so rum und ja, kriegt man dann quasi automatisch geschenkt. Also die hüpft dann so rum, dass sie die anderen Magen mit runterwirft. So, da holen wir uns den großen hier. Das dürfte doch passen von der... Ja, den müsst ihr haben. Na, nicht vorher runterfallen. Also man muss schon ein bisschen ja, hoffen, dass er nicht gleich runterfällt. Und hier muss man halt gucken, dass man nicht hier hängen bleibt, weil sonst kommt der Kran nicht tief genug. So, na, das war schon fast zu knapp. Das war fast schon wirklich zu knapp. Also sollte ich heute irgendwie einen guten Bonus bekommen oder sowas, würde ich gerne diesen Kran auch spielen wollen. Aber man sieht ja, ich brauche mindestens 3 Runden. Es könnte vielleicht reichen, dass ich, ich bin bei 9 und ich sammle jetzt nochmal 9. Oder? Nee, warte mal. Doch, noch 4 weitere. Genau. Dann reicht es leider nicht ganz. Also dann müssen wir wirklich auf einen roten Bonus hoffen, damit wir das überhaupt schaffen. Und diesmal ist die Marke ein bisschen anders gefallen. Ich frage mich, ob ich die kriege. Gucke ich dann mal. Großer. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Das ist ja komplett anders gewesen. Ja, das ist natürlich auch ärgerlich, wenn es halt dann so ist. Ich glaube, ich muss da ein bisschen länger bleiben, dass er halt auch wirklich umfällt, weil der stand jetzt eben fest. Der müssen nämlich schon vorher runterfallen. Weil er schiebt dann quasi auch den Kran so ein bisschen nach rechts. Ja, man sieht halt, man kann öfters dasselbe machen. Ach, ich habe ja noch eine Runde. Ich bin gerade überlegen, warum passiert nichts mehr. Verlauter. Ja, bleibt nichts anderes übrig, als den Großen zu greifen. So, schon am Hammer. Komm, der kommt noch runter. Gut, dann halt eine Marke weniger. Also da muss man glaube ich schon ein bisschen gucken, dass man im richtigen Moment loslässt. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich meine, ich muss eher auf einen Bonus hoffen. Na, nee. Ich muss noch ganz ehrlich sagen, die blauen, die lassen sich Zeit mit, wenn man halt genug hier gesammelt hat. So, und ich bin am Überlegen, ob ich heute nochmal den Pikmin-Kran spielen soll, weil ich habe vorhin nochmal durchgeguckt, die ganzen Kräne. Und da ist wirklich auch wieder keiner großartig dabei, wo man eine Runde reinhauen kann, um irgendwas zu bekommen. Und ja, ich glaube, ich hatte einfach nur Pech gehabt gestern mit dem Pikmin-Kran. Deswegen würde ich das heute halt gerne nochmal machen. Na, also man sieht es halt hier überall. Das macht halt überall keinen Sinn, wenn ich damit eine Runde dran gehe. Hier vielleicht, dass wenn ich hier ganz nach links gehe, dass vielleicht dieses Bild hier nach rechts geschlagen wird und hier dann den lockert. Aber wenn ich dann halt das nächste Mal den spiele, dann muss ich dann wieder gucken, dass ich dann hier oben gegen den schlage, dass der halt irgendwie, glaube ich, nach rechts fliegt und dann beim Runterrutschen hier runterfällt. Und dann müsste man gucken, dass man irgendwie den Kran hier genau zwischendurch kriegt, dass er dann halt gegen den Pfeil schlägt und hier Dynablade runterfallen lässt. Aber ich glaube, dass das hier nicht breit genug ist für den Kran, dass er halt vorher eher an dem Bild hängen bleibt. Deswegen würde ich da schon ganz gerne mit mehr als eine Runde dran gehen. Ja, und hier habe ich, glaube ich, wieder Blödsinn erzählt. Das war nämlich eher so, dass wenn ich mit dem Kran nach links gehe, dass dann Kirby hier runterfällt. Und dass, wenn man versucht, den hier zu greifen, dass der halt vermutlich dann doch an dem Bär hier hängen bleibt. DDT wäre hier halt am besten geeignet zu greifen, weil der halt ganz links ist. Aber ist natürlich die Frage. Nee, komm, ich spiele nochmal den Pikmin-Kran. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal besser klappt. Also was hatte ich falsch gemacht oder eher gesagt, was ist passiert? Dadurch, dass halt der Kran die nach unten gedrückt hat, sind die halt so nach links geflogen und dann hat er sie nicht richtig gegriffen.
Ich will es heute mal versuchen, dass ich hier ein bisschen knapper greife, damit ich quasi mittig hier die Geister greife. Und im schlimmsten Fall kriege ich dann nur die Geister, weil halt Odin auch wieder nicht so weit genug rausgezogen wird. Aber gestern war es halt wirklich so, dass der halt da drüber und da drüber gerutscht ist. Also ich möchte es am besten so machen, dass die Geister sich an den Olimar drücken, dass der halt beim Link bei hier reingreifen und hier reingreifen, dann ja, Möglichkeit besteht, dass der halt hier diese kleine Lücke sich hier einarbeitet, sage ich mal, und dass man dann weiter hochzieht. Ich laber zu viel Theorie, ich sollte es im Praktischen testen. Machen wir es einfach mal. Na, komm. Na. Nee. Nee, nee, nee. Warum hat es beim Training damals so gut geklappt? Ich weiß es nicht. Ach ja, nee. Das ist schade, das ist echt schade. Vielleicht könnte ich sogar jetzt so ein bisschen mit Links- und Rechtsbewegungen den Ole mal ein bisschen nach oben bewegen. Also, dass er quasi da unten nach oben bewegt, weil die nach rechts wollen. Aber es wird einem trotzdem nichts bringen, weil den Ole mal braucht man trotzdem mal. Ich glaube, das war Glück. Es war nur Glück im Training. Naja. Was soll man machen? Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Morgen haben wir auf jeden Fall wieder zwei Gratisrunden, Leute. Nicht verpassen, am Montag. Das ist ja immer so das Beste, was man, ja, auf was man sich halt am besten freuen kann, wenn man sie halt auch gut nutzt, nicht so wie ich hier. Ach man, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Aber gut, morgen ist auch wieder ein Tag. dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Battle Arcade Training sehen wollt. Ja, und dann morgen, bis morgen wieder. Ja. Ciao, ciao.